Herzlich willkommen heute zum Thema Mezzaninkapital. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr bilden wir eine ganze Menge von Finanzierungsanträgen, von Kreditanträgen ab, weil Menschen Kapital für Gründung oder Wachstum oder für Unternehmenskäufe brauchen. Und es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wo du dein Geld herkommst. Du kannst also dein eigenes Geld mitbringen oder von Fools, Friends and Family, also irgendetwas, was aus deinem privaten Bereich kommt. Das Zweite ist, du kannst dann zu Banken gehen, zu Förderinstituten, kannst dir Fremdkapital aufnehmen. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, nun, das ist jetzt hier Mezzaninkapital. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, damit du das mal verstehst, was der Vorteil ist vom Mezzaninkapital. Denn auf der einen Seite ist es so, dass es nicht so betrachtet wird wie Fremdkapital von der Bank. Auf der anderen Seite ist es so, dass es häufig ja doch irgendwie zurückzahlen musst, also du auch Zinsen zahlst. Und deshalb hier ein paar Informationen anhand eines Beispiels. Das Beispiel sieht wie folgt aus. Du hast jetzt eine Finanzierung von 1 Million Euro beispielsweise aufzustellen. Und vielleicht hast du eine Innovation oder eine technische Idee oder irgendetwas, was du verwirklichen willst. Und dann sagt der Fremdkapitalgeber, der dir zusagt, 500.000 Euro zu liefern, der sagt aber auch, bitte bringe die gleiche Summe auch mit. Das bedeutet also, dass du vielleicht jetzt nur 50.000 Euro Eigenkapital hast und dir fehlen jetzt 450.000 Euro Eigenkapital oder Mittel aus der Firma oder etwas, was du in die Firma einbringst und mit einem Rücktritt, einem Rangrücktritt versehen kannst. Und hier kommt Mezzaninkapital ins Spiel, denn dieses Fremdkapital ist ein patriarchisches Darlehen, sprich jemand anders leiht dir Geld, du zahlst Zinsen, vielleicht noch eine Gebühr und auch Tilgung, musst es zurückbezahlen. Deshalb haben diese Fremdkapitalmittel in der Regel auch einen Vorrang, wenn nicht sogar den ersten Rang, dass wenn du zum Beispiel Insolvenz gehen solltest oder irgendwelche Verbindlichkeiten tilgst, hast du die Pflicht, die als ersten Rang zu bedienen. Das Gegenteil zum Vorrang oder zum ersten Rang ist dein Eigenkapital. Dein Eigenkapital oder auch dein Gesellschafterdarlehen, das hat sozusagen den letzten Rang bei dem Ausgleich der Bedienung der Verbindlichkeiten. Das wird dir dein Steuerberater auch sagen, wenn du ein Gesellschafterdarlehen deiner UG oder GmbH hast, dann wird er von dir eine sogenannte Rangrücktrittserklärung unterzeichnet haben wollen, wo du sagst, ich trete an den allerletzten Rang, erst wenn alle anderen vorrangigen Gläubiger bedient worden sind, andere Darlehen getilgt sind, erst dann nimmst du wieder was aus der Firma raus zur Tilgung deiner eigenen Darlehen, die du der Firma gegeben hast. Und deshalb, wenn du diesen Rangrücktritt unterzeichnest, den du übrigens dann auch deinem Jahresabschluss beilegen musst, wenn dein Steuerberater das nicht sagt, solltest du den vielleicht wechseln. Also das legst du dann deiner Erklärung bei deinem Jahresabschluss, dann wird das betrachtet wie Eigenkapital. Ich fasse nochmal zusammen, entweder du hast 50.000 in deiner GmbH drin oder du leihst deiner Firma diese 50.000 Euro, dann hast du ein Gesellschafterdarlehen, also theoretisch ja auch ein Kredit, den du deiner Firma gegeben hast. Wenn du aber diesen Rangrücktritt unterzeichnest, dann betrachten es andere Fremdkapitalgeber so wie Eigenkapital, weil du ja geschrieben hast in deiner Rangrücktrittserklärung, dass du an den letzten Rang trittst. Und das hat zum Vorteil, dass andere dir dann noch mehr Geld geben, was deine Kreditlinie sich erhöht. Jetzt hast du aber nur 50.000 Euro jetzt hier in die Firma gegeben und dir fehlen also jetzt noch 450.000 und jetzt kannst du mit dem Mezzaninkapital kannst du diese Lücke hier füllen, weil Mezzanin, Mezzo heißt so dazwischen, halb, halb, du bist also jetzt genau zwischen Fremdkapital, also klassischen patriarchischen Darlehen und du bist zwischen Eigenkapital, Schrägstrich, Darlehen der Gesellschafter mit Rangrücktrittserklärung, bist du hier mit Mezzanin genau dazwischen. Denn Mezzanin wird auch als eine Art Eigenkapital betrachtet, weil sie auch in den, ich sage jetzt mal, vorletzten Rang beispielsweise tritt. Also auch der Mezzaninkapitalgeber, der dir das Geld leiht, sagt, ich will erst mein Geld zurück, wenn alle anderen Fremdkapitalgeber ihr Geld erhalten haben. Das bedeutet also, dass diese 450.000 Euro, die du jetzt bekommen hast, schon fast so wie Eigenkapital betrachtet werden und du die anderen 500.000 Euro dazu bekommst.
Na klar, hat das seinen Preis, denn das Risiko dieser Geldgeber, die hier das Geld geben, ist natürlich deutlich größer als der Geldgeber, die in den ersten Rang treten. Deshalb hast du hier vielleicht Prozente von 2,3% Zinsen zu zahlen. Na, und hier hast du vielleicht 8 oder 9%, je nachdem, was ausgehandelt wird. Aber du hast einen anderen großen Vorteil hier noch, außer dass es wie Eigenkapital betrachtet wird. Du kannst das Mezzanin noch umwandeln lassen, beispielsweise in Gesellschaftsanteile, musst es aber nicht. Oder in Genussreche, musst es aber nicht. Das heißt, normalerweise hat der Mezzaninkapitalgeber keinen Anspruch auf deine Firma Einfluss zu nehmen, weil du ihn dann auszahlst. Aber, ganz wichtig, bei den Fremdkapitalgebern hast du meistens 1 bis 2 Jahre tilgungsfrei. Das heißt also, spätestens im dritten Jahr musst du bei den häufigsten Förderprogrammen zurückzahlen. Beim Mezzaninkapital ist es häufig so, dass du bis zu 7 Jahre tilgungsfrei, soll das heißen, hast. Das heißt, 6 Jahre zahlst du nichts, im 7. Jahr auch nicht und dann im 8. Jahr, im 1. Monat, wirst du dann anfangen mit der Rückzahlung. Also ein sehr schönes Programm auch, was deine Liquidität schult. Nun, ein besonderes Programm darf ich dir noch vorstellen, das sogenannte ERP, Mezzaninkapital für Innovation. Das gibt es leider nur für Unternehmen, die mindestens 2 Jahre am Markt sind und die eine technische Innovation in ihrem Unternehmen entwickeln oder generell in der Europäischen Union. Dieses Programm wird auch beantragt über die Hausbank, geht über die KfW und dann zur EU. Also das ist hier Europäisches Wiederaufbauprogramm, also European Recovery Program heißt das ausgesprochen. Und da kannst du Mittel beantragen zwischen 25.000 Euro und 5 Millionen Euro für eine Innovation, für ein Vorhaben, wo du etwas Neues entwickeln willst. Also insgesamt merkst du langsam, braucht man nicht so viel Eigenkapital, wenn man größere Volumina finanzieren will, größere Vorhaben umsetzen will. Such dir also das passende Mezzaninprogramm aus und denke daran, auch zu verhandeln, ob das rückzahlbar ist oder ob es ein Wandeldarlehen ist, möchtest du mehr Gesellschafter haben oder nicht, um deine Vorhaben, deine Träume zu verwirklichen. Solltest du Fragen haben zur Beantragung dieser Fördermittel, Fremdkapital, Mezzaninkapital oder wie du am besten dein Eigenkapital multiplizierst, hebelst, dass du deine 100.000, 1 Million oder 10 Millionen finanziert bekommen willst, also 25 Millionen ist so die Obergrenze, dann kannst du gerne den Gutschein gleich nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, uns weiterempfehlen oder unseren Kanal abonnieren. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.